zu dem Thema, wo wir heute in besonderer Weise eingeladen haben, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wie es ja am deutschen Grundgesetz festgehalten ist, am Artikel 72. Es ist bisher so, und auch die Wahlprogramme der anderen Parteien zeugen davon, dass dieses Thema im Wahlkampf keine Rolle spielen soll. Und wir als Linke wollen das genau nicht. Wir wollen das thematisieren, weil es bleibt eine zentrale Aufgabe der Politik auch nach der nächsten Bundestagswahl. Es ist so, dass sowohl die Union, die glaubt, mit einer ostdeutschen Kanzlerin dort ausreichend präpariert zu sein, als auch die SPD, mit der hat keine Ministerin mehr aus Ostdeutschland, kann ich es halbwegs nachvollziehen, auch FDP, gut, die hat keine Fraktion in ostdeutschen Landtagen. Sie alle wollen dieses Thema möglichst nicht behandelt wissen, aber die Ergebnisse nach jetzt 27 Jahre deutscher Einheit sind eben so, wie in unserem Papier beschrieben. Es ist weiterhin vieles zu leisten. Und insbesondere die Kanzlerin aus dem Osten ist für viele Ostdeutsche eine einzige Enttäuschung. Ich will mal darauf hinweisen, da sie ja auch in Mecklenburg-Vorpommern kandidiert, vielleicht ist es ja eine Zufälligkeit, aber genau in ihrem Wahlkreis ist das Durchschnittseinkommen, wenn man sich die Kreise anguckt, in der Bundesrepublik Deutschland am niedrigsten. Am allerniedrigsten in der Region Vorpommern-Rügen. Wir wollen, dass das Thema im Wahlkampf und vor allen Dingen auch in der nächsten Legislaturperiode eine Rolle spielt. Es ist völlig inakzeptabel, was zum Beispiel bei Thema Rente entschieden worden ist. Allein schon der Titel Rentenüberleitungsabschlussgesetz ist eine Unverschämtheit. Und wenn das Ziel ja jetzt ist, 2025 die Angleichung hinzubekommen, so ist das für uns nicht akzeptabel. Und wir als Linke werden, so es für uns die Möglichkeit gibt, dies selbstverständlich noch einmal aufrufen. Es bleibt ja die Tatsache, wer 1990 mit 65 Jahren in Rente gegangen ist, der muss nach den Vorstellungen der Bundesregierung 100 Jahre alt werden, um die Angleichung zu erleben. Das ist, finde ich, völlig inakzeptabel. Deswegen wollen wir die Angleichung bis 2020. Ich will daran erinnern, Angela Merkel hat im Jahre 2005 gesagt, nachzulesen, im Jahre 2005, wir werden es in dieser Legislaturperiode vollziehen. Das ist inzwischen auch 3 Legislaturperioden her. Und deswegen ganz klar, wir wollen das vorziehen. Wir wollen in besonderer Weise auch darum kämpfen, dass es eine Mindestrente gibt. Für Ost und West selbstverständlich, dringend notwendig. Aber Grundsicherung im Alter wird häufig in den neuen Ländern und weniger in den alten Ländern gezahlt. Und einen zweiten Punkt, der mir wichtig ist, benennen, auch die Gewerkschaften tragen eine Verantwortung. Die Gewerkschaften tragen eine Verantwortung, weil ich verstehe nicht, wie man unterschiedliche Mindestlöhne wie zuletzt in der Pflege vereinbaren kann. Die Pflegerinnen und Pfleger leisten in beiden Ländern das Gleiche. Und wer dann mit Lebenshaltungskosten kommt, dann müsste man zwischen München und Flensburg auch differenzieren. Das kann nicht der Grund sein. Muss selbstverständlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Wir wollen insgesamt eine höhere Tarifbindung in ganz Deutschland. Nur das kann der Weg sein, zu ordentlichen Löhnen zu kommen. Und nicht zuletzt ist dringend für Ostdeutschland eine aktive Industriepolitik notwendig. Es gibt zweifelsfrei Leuchttürme, aber gerade wenn man sich die Regionen, die weiter weg von Leuchttürmen sind, anschaut, gibt es extremen Nachholbedarf. Das führt auch zu einer Gefährdung der Demokratie. Deswegen wollen wir, dass nicht über Breitbandausbau geredet wird, sondern dass endlich etwas getan wird. Wir wissen ja, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und da gibt es halt viele Regionen, wo schlicht kein Internet zur Verfügung ist. Und da wird geredet seit Jahren und es gibt andere Länder, die das lange vollzogen haben. Hier muss mehr geschehen oder auch Sendemasten zum Telefonieren. Wenn Sie hochfahren nach Rostock, das werde ich heute wieder machen, die Hälfte der Strecke ist kein Empfang. Das ist eigentlich für ein Industrieland wie Deutschland so nicht akzeptabel. Deswegen Investitionen in Forschung, in Entwicklung, in Infrastruktur und wir brauchen dringend auch bei der Verkehrsinfrastruktur, was die Bahn betrifft, auch was Anbindung Richtung Osteuropa betrifft, einen großen Schub. Ich bin der Überzeugung, und das fordern wir in unserem Papier, was Ihnen sicherlich gleich gegeben wird, dass wir ein Ministerium für Infrastruktur und Ostdeutschland brauchen. Dort soll der Plan, den wir haben, der Gerechtigkeitsplan, durchgesetzt werden. Und wir hoffen, dass dieses Ministerium dann möglichst schnell,
seine Aufgaben abgeben kann, wenn mehr als 90% der Angleichung wirklich vollzogen ist. Alles andere, wie gesagt, das haben Sie dann schriftlich und können Sie sehr gut nachlesen, unsere 11 Forderungen. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In der nächsten Legislaturperiode des Bundestages werden wir den 30. Jahrestag der friedlichen Wende in der DDR und des Weges in die deutsche Einheit begehen. Und unser Ziel ist, bis dahin die Lebensverhältnisse in Ost und West anzugleichen. Das ist das Mindeste, was man leisten muss zum 30. Jahrestag. Das bezieht sich einerseits auf die Rente, über die Dietmar Bartsch schon gesprochen hat. Das bezieht sich andererseits aber auch auf die Löhne und Gehälter, wenngleich das natürlich auch sich partiell in der Wirtschaft abspielt. Ich will Ihnen nur so viel sagen. Die Ostdeutschen arbeiten im Durchschnitt 2 Wochen länger als die Westdeutschen für ein geringeres Entgelt. Das ist nicht mehr tragbar. Und deshalb ist die Gleichstellung von Ostdeutschen und Westdeutschen ein wichtiges Anliegen unserer Partei. Unsere Partei ist inzwischen natürlich eine bundesweit agierende Partei, beschäftigt sich mit bundesweiten Problemen, aber sie ist die einzige, die auch speziell zuständig ist oder sich zuständig fühlt, die anderen leider nicht, für die Angleichung von Ost und West. Und die Angleichung von Ost und West ist übrigens auch eine wichtige Seite, um eine zweite Angleichung zu erreichen, nämlich die der Geschlechter. Wenn wir aber das zwischen Ost und West nicht schaffen, schaffen wir es auch zwischen den Geschlechtern nicht. Und im Kern schlagen wir Dinge vor, die eigentlich selbstverständlich sein müssten. Und ich finde auch die Idee mit dem Bundesministerium gut, auch die Mischung aus Infrastruktur und neue Länder, um nämlich hier eine Übereinstimmung herzustellen. Ich sage Ihnen nur eins, alle quatschen ja jetzt davon, dass eben der Solidarpakt ausläuft. Ich finde das völlig falsch. Wir brauchen einen Solidarpakt 3, allerdings für alle strukturschwachen Regionen, die zwar hauptsächlich in den neuen Bundesländern liegen, aber auch in den alten Bundesländern liegen. Ich möchte das eben auch mit der Rente noch erleben. Ich will das auch mit dem Breitband noch erleben. Wir müssen auch die Vergabepolitik ändern. Wir müssen mal darüber nachdenken, wie weit Kommunen eigene Unternehmen bevorzugen dürfen, bevor sie wirklich bundesweit ausschreiben oder auch europaweit. Das ist ja übrigens auch eine ökologische Frage. Was für sinnlose Transporte nehmen wir in Kauf, nur weil ein Unternehmen aus weiter Entfernung es etwas billiger anbietet? Nachher wird es dann doch noch teurer. Das kommt dann noch hinzu. Also es gibt lauter Dinge, über die man, wie ich finde, neu nachdenken muss. Und ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, der Artikel 72 des Grundgesetzes muss jetzt ernst genommen und umgesetzt werden. Ich will die Gleichstellung noch erleben. Und damit ich nicht missverstanden werde, ich meine damit nicht die Mentalität, die ist unterschiedlich, die ist auch zwischen Süden und Norden unterschiedlich. Und das finde ich sogar eine Bereicherung, dass wir unterschiedliche Mentalitäten haben. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist die Frage der unterschiedlichen Lebensverhältnisse. Noch ein Beispiel, Sie wissen, viele junge Leute haben den Osten verlassen, weil sie weder eine Ausbildungschance noch eine berufliche Chance hatten. Ein Teil kommt jetzt zurück, aber ja nur dann, wenn es im Osten eben auch entsprechende berufliche Angebote gibt. Wenn es die nicht gibt, haben sie keine Chance zurückzukommen. Und ich möchte nicht, dass der Osten die Rentnerrepublik wird und die Jungen im Westen wohnen, sondern ich möchte, dass überall in Deutschland sich Junge und Alte wohlfühlen.